Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren 5 Minuten Mittwoch Review hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Diefen83 und heute sprechen wir über Call of Duty Black Ops 4. Call of Duty Black Ops 4, das ist für mich eine Rückkehr in ein Genre, das ich seit 8 bis 10 Jahren nicht mehr gespielt habe. Und das heißt, entsprechend boosted bin ich ab. Das soll heißen, ich habe das letzte Mal Call of Duty am PC wirklich intensiv gespielt, als Modern Warfare 2 rauskam. Ich habe gerade nachgeguckt, das war 2010. Und 2009 kam World at War raus und das habe ich intensiv auf der Xbox 360 gespielt. Das heißt, Leute, bitte verurteilt mich nicht für mein Aim. Lasst uns mal kurz über die Modi reden. Wir haben keinen klassischen Singleplayer mehr, keine Kampagne. Die waren auch in den letzten Jahren eher so, Und wer Call of Duty für die Kampagne gespielt hat, ja, Leute, da habe ich schlechte Nachrichten für euch. Ne? Das ist, ist nicht der Hauptpart dieses Spiels. Ne? Vorweg, Spiel kostet 60 Euro. 60 Stunden kann man da sicherlich reinstecken. Einfach mal dran denken, einen Monat lang jeden Abend 2 Stunden Call of Duty gezockt, zack, 60 Stunden weg, 1 Euro pro Stunde erreicht. Ne? Also, das ist, geht sehr schnell bei Call of Duty, ne? Auch wenn die Frustgrenze teilweise sehr, sehr niedrig ist. Gut, lass uns, wie gesagt, über die Modi sprechen. Neben dem klassischen Multiplayer, ja, den es in allen möglichen Formen und Farben gibt, ne? Sei es über Search and Destroy, über Capture the Flag, über Team Deathmatch, bis hin zu Waffenspiel und hast du nicht gesehen, ist wieder alles dabei, ne? Und macht auch Spaß. Ich habe euch jetzt mal hier so ein bisschen Gunplay, also Waffenspiel, Gameplay in den Hintergrund gelegt. Ich bin natürlich absolut boosted, aber vielleicht habe ich ja den einen oder anderen Kill gemacht. Ne? Vielleicht ist das ja gar nicht doch so boosted. Man weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall nicht gewonnen. So. Neben dem normalen Multiplayer gibt es natürlich auch wieder den Zombie-Modus. Da sind 3 Karten von vornherein enthalten und es gibt eine 4. über den Season Pass. Der Season Pass kostet nochmal 50 Euro. Das finde ich dann ein bisschen happig. Ne? Dann wird es auch wieder schwierig mit dem 1 Euro pro Stunde. Da müsste man dann schon 100 Stunden spielen. Und das ist halt. Oder 110 Stunden. Wir haben den Vorteil, und das, also da kommen wir dann schon in Regionen. So viel habe ich damals Modern Warfare 2 gespielt. Und zwar. Nur den normalen Modus. Also, wie gesagt, da bin ich noch nicht so d'accord mit, aber wir kommen da gleich mit dem Pricing-Modell nochmal drauf zu sprechen. Es gibt auch noch einen Battle-Royale-Modus, den kann man im Singleplayer, im Duo oder im Vierer-Team anklicken. Erinnert natürlich stark an andere Ableger der Reihe, ne? Sei es PUBG, sei es Fortnite. Ich sag das mal so, es ist die jugendliche bzw. die erwachsene Version von Fortnite, ne? Ohne das ganze Bauen. Oder sagen wir es mal anders, es ist eine ausgereiftere Version von PUBG. Ich habe PUBG nicht angefasst, ne? Das heißt, ich habe da keine eigenen Erfahrungen, aber von dem, was ich so gesehen habe, ist das teilweise sehr buggy und das ist mir bis jetzt bei Call of Duty Blackout, heißt der Modus, ne? Den Battle Royale Modus, noch nicht passiert. Ich habe 5, 6 Runden gespielt, ja, und das ist nicht einmal, gab es da irgendwelche Probleme. Das Gunplay ist solide, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Und der Loot ist auch fair verteilt, das heißt, selbst ich als Noob habe verstanden, im Haus gibt es Loot und das habe ich genommen. Und gestern habe ich tatsächlich jemanden auch getötet, ja, das ist unglaublich. Aber heute bin ich einfach nur, habe ich einfach nur reingesackt und einfach nur ein bisschen Loot-Gameplay für euch aufgenommen. Was auch immer. Ja. Wir haben ja gerade schon über die fehlende Kampagne gesprochen. Ne? Die wurde ersetzt durch sogenannte Immersion-Szenarien. Ne? Soll heißen, wir haben für den Multiplayer haben wir verschiedene Charaktere, die wir auswählen können. Und diese Immersion-Szenarien, die stellen uns jeweils immer so ein paar der Spezialfertigkeiten des einzelnen Charakters vor. Ne? Jetzt habe ich hier Ajax gespielt. Der hat so ein Schild. Und da kann der so durchschießen, na, alles fein. Und das ist ja so eine Art Bot-Training. Ne? Die Bots sind auch gar nicht verkehrt. Das heißt, in den 10 Minuten, die dieses Team-Deathmatch ging, bin ich einmal oder zweimal gestorben. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, man kann doch sehr, sehr gut das Zielen üben und wieder reinkommen. Ne? Gerade halt für mich, ich bin älter. Auch ein bisschen zum Ziel. Da sind so Bots manchmal gar nicht verkehrt, das erstmal zu üben, bevor man sich dann in den Multiplayer wagt. Von daher, das ist fein für mich. Okay, gehen wir mal kurz auf die Grafik ein. Grafik ist natürlich am PC super. Ne? Für die Konsolenversion weiß ich es nicht, habe ich nicht getestet. Am PC bin ich, wie gesagt, selbst mit einer 980 Ti immer noch gut dabei. Ne? Das Einzige, was mir aufgefallen ist, im Battle Royale Modus laden die Texturen extrem langsam. Ja, das soll heißen, wenn wir in der Lobby sind, dann haben wir da erstmal Texturenmatch. So.
Das passiert häufiger bei Call of Duty, ne? Dass sich erst die Texturen langsam aufbauen müssen. Und bei Battle Royale ist die Karte einfach mal 100 Mal so groß wie eine normale Call of Duty-Karte. Ja, also das ist durchaus nachvollziehbar, warum das so lange dauert. Von daher werde ich da jetzt auch das nicht negativ werden, sondern einfach nur positiv, ja, es wird gerade geladen und wenn wir dann alle ins Game reingehen und den Drop beim Battle Royale ausführen, dann sind wir auch gut dabei, ja, und können da entsprechend auch die fertig geladenen Grafiken bestaunen. Und das sieht gar nicht mehr so bad aus. Ne? Also das macht wirklich Laune, Leute. Das macht wirklich Laune. Und ich habe mich vor 8 Jahren von Call of Duty abgewandt. Ne? Und ich bin auch kein Freund von Battle Royale. Aber das hat mir Spaß gemacht. Das habe ich auch gestern schon mal geschrieben. Okay, kommen wir so ein bisschen zum Gunplay. Für mich als Laien fühlt sich das Gunplay fair. Ne? Das klingt jetzt natürlich, die Kinder, das ist ja alles broken. Ja, das mag sein. Ich habe es jetzt gestern und heute einfach nur angezockt, ne? Ein paar Stunden reingesteckt. Es hat Spaß gemacht. So, das, was ich gesehen habe, fühlte sich für mich fair an. Und das, wo ich halt richtig hart reingezockt habe, da kann ich sagen, ja, der Gegner war besser. Ne? Das ist für mich okay, das kann ich akzeptieren. Und das ist jetzt nicht, ne? Man muss nicht immer die Fehler bei anderen Leuten suchen. So. Aber auf jeden Fall. Gunplay, wie gesagt, spielt sich super. Ne, Sniper hat ordentlich Wumms, ein Sturmgewehr hat ordentlich Wumms, eine Magnum hat ordentlich Wumms, ne, vielleicht eine andere 9mm, eine Glock oder was weiß ich, die haben halt nicht so viel Wumms, das ist normal, das fühlt sich aber gut an. Ne? Die Gegner sind auch relativ schnell down, ne? Das heißt, man hat jetzt keine Bullet Sponges, heißt es ja so schön im Englischen, so wie das zum Beispiel bei Assassin's Creed gelöst wurde, einfach die HP hochskalieren bis zum geht nicht mehr, ist natürlich bei einem Multiplayer sowieso dumm, aber ne? man braucht kein ganzes Magazin, um jemanden zu töten. Man böllert rein und hat vielleicht ein halbes Magazin leer. So, wenn jemand umfällt. Sicherlich gibt es auch wieder den Hardcore-Modus, da sind dann natürlich die Schadenswerte erhöht und beziehungsweise die HP niedriger und so weiter und so fort. Also, das habe ich jetzt aber nicht nachgeguckt. Ich gehe mal aber davon aus, dass das auch wieder dabei ist. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, sind die Hommages. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt auf die Battle Royale-Karte gucken, da stechen uns natürlich einige Kartennamen ins Auge. Ne? Sei es Nuketown, sei es die Anstalt, ne? Das sind oder das Anwesen. Das sind Namen, die kenne ich von früher noch. Das sind 10 Jahre alt, 8 Jahre alt, 9 Jahre alte Karten, die halt in diese Battle Royale Map integriert wurden und das finde ich gut. Ne? Weil das ist ja Fanservice irgendwo. Die Frage ist das noch Fanservice oder ist das Profitoptimierung? Ne? Weil wenn ich halt Assets verwende, die ich halt vorher schon verwendet habe, die halt gut designt sind und die einfach weiter nutze, dann muss ich mir keine Gedanken darüber machen, neue Dinge zu bauen. Ne? Das ist natürlich eine Abwägung, die muss immer jeder für sich selber treffen. Ich finde es eher als Fanservice, als Profitoptimierung, aber dieser leicht säuerliche Nachgeschmack, der bleibt halt einfach da und da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir über Mikrotransaktionen sprechen. Das ist nämlich unser nächster Punkt. Es gibt aktuell Lootboxen, aber im Sinne von, es sind eher so Lootpakete und man sieht vorher, was drin ist. Ja, also da war zum Beispiel irgendwie so ein 800er Paket und dann hast du da so, das ist auf jeden Fall drin und dann hast du noch so 7 weitere Symbole und hast du nicht gesehen, ja, das ist da auch noch mit drin. Ja, und kostet dann irgendwie 800 von den COD-Punkten, ungefähre Ratio ist im niedrigsten Fall 200 Punkte für 2 Euro und im besten Fall 13.000 Punkte für 99 Euro, also für knapp 100 Euro. Ist schwierig. Ihr bekommt pro Stufenaufstieg auch COD-Punkte gut geschrieben. Das heißt, ihr könnt euch das ergrinden. Das ist natürlich eine nette Sache, ne? Logischerweise, weil man will die Waffenskins nutzen, man will böllern. Man will auch cool aussehen, indem man irgendwie eine fancy Rüstung hat oder irgendwelche so komische Keramikplatten und hast du nicht gesehen. Das sieht alles fein aus, das macht auch Spaß. Ich weiß aber nicht, ob mir das gefällt. Ne, gerade halt, wenn ich halt sage, ich möchte vielleicht für ein paar mehr Multiplayer-Karten und noch die zusätzliche Zombie-Map möchte ich jetzt auch nochmal 50 Euro berappen, dann ist für mich sehr, sehr viel. Weil ihr müsst ja überlegen, wenn ich einen Season Pass kaufe, dann sind das 4 Karten für 50 Euro. Ne, das sind, das hab ich, das sind 12,50 Euro pro Karte. Ne, ich glaube, einzeln würden sie 60 Euro kosten, also von daher sagen wir 15 Euro pro Karte. Aber Leute, ihr versteht das Prinzip. Ne? Dann halt noch die Mikrotransaktionen dazu. Das finde ich. Ich weiß nicht, ob das so gang und gäbe mittlerweile ist bei Call of Duty, scheinbar.
Ich finde es nicht cool. Ne? Also früher gab es diese Möglichkeit nicht, dass man sich da diese COD-Punkte kaufen musste, konnte. Man hat halt Credits verdient, indem man gespielt hat und die konnte man einsetzen. Ne? Das fand ich, war ein besseres System als das jetzt hier. Aber gut, okay. Ne? Leute, das würde meine Review ein wenig hier zusammenfassen und konkludieren. Ne? Und ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen. Ne, wenn ihr mehr von Zombies sehen wollt, dann mache ich da gerne nochmal ein separates Video zu. Ich fahre jetzt erstmal ins Winterlager, das heißt, die nächste Folge wird wahrscheinlich ohne Cam kommen. Ich muss mal überlegen, wie ich es mache. Vielleicht auch mit, man weiß es nicht. Ne? Ist halt einfach unsinn. So, ich bedanke mich an dieser Stelle aber ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Würde sagen, schreibt mir einen netten Kommentar, lasst mir einen Daumen da, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, haut rein.